Das Finale von Resident Evil Zero. Im letzten Part haben wir uns eine Batterie zurechtgebaut mit Batteriesäure und allen anderen Flüssigkeiten. War nicht besonders einfach und bestimmt auch nicht ungefährlich, aber wir haben sie jetzt. Wo am Gabelstapler? Da ist Platz für eine Batterie. Setzen wir den am besten ein. Okay, Hochleistungsbatterie verwenden. Und das Ding funzt wieder. Der Gabelstapler sieht einsatzbereit aus. Aufzugsschalter drücken. Aufzugsschalter drücken. Im Moment nicht, denn du wirst dich draufstellen. You stay here. Okay. Und Billy betätigt das. Und schon kommen wir an das blinkende Ding da oben. Ta 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 ta. Keycard mitnehmen. Das war alles, was wir eigentlich noch erledigen müssen. Und jetzt muss ich einfach nur zu der Tür, die da noch übrig wäre. Und zwar die rote da unten. Ist gar nicht so weit weg, wie es aussieht. Kommst du? This way. Yeah. Yep. Schwing die Hufe, Alter. Denn ja, es ist dann nichts mehr übrig. Ich wüsste zumindest nichts mehr. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber es war doch durchaus ein großer Bereich hier. Mit vielen Rätseln, die teils zusammenpassen. Es sieht alles ein bisschen gezwungen aus, oder? Vom Aufbau. Aber mal gucken. So, noch hier runter. Wir haben es gleich. Nur noch wenige Türsequenzen. Und eine Leitersequenz. Ist so, das ist Resident Evil. Hat man natürlich schon viele Gedanken gemacht. Wegen... Geh aus dem Weg. Wegen, ich sag mal, Fazit, Ausblick auf neue Resident Evil Spiele. Aber das möchte ich dann doch erst bei den Credits besprechen mit euch. Was ich so denke und was es geben wird. So, gleich, warte mal, wenn ich doch schon Pistolenmunition dabei habe, dann nimm die doch auch mit. Stackt sich mein Inventar. Gut. Da wird der ganze Kram gezüchtet, wisst ihr. Aber das gab's im letzten Part schon. Einige Kopfnüsse. Nun ist es gleich vorbei. Da gab's die Batterie und eklige Dinger, die ausgebrochen sind. Lecker, lecker, nom nom. Auch das, dafür steht Resident Evil. Auch Zero. Ja, Zero ist generell viel mehr Schleim. Teil 1 oder so sind alles so blutig. So, Gewehrmunition. Auf das Gewehr habe ich in diesem Let's Play ja so ziemlich gar nicht gesetzt. Die Tür ist verschlossen. Und hier gibt es etwas für die Keycard. Das Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchen Sie nicht mehr wegwerfen, ja. Ich bin wagemutig. Ich hätte mich ja gern zu Beginn eines Parts direkt ins Finale und in die Zwischensequenzen, die damit zusammenhängen, gestürzt. Aber es war halt noch der Gabelstapel übrig und der letzte Part war ja schon ein bisschen lang. Dafür sind wir jetzt jeden Moment wahrscheinlich hinter dieser Tür. Ah, da ist was Geiles. Ist das Magnum Money? Ja, nice one! Kann ich gut gebrauchen. Wechsel zum Magnum. Okay. Ich glaube, hinter dieser Tür geht's los. Ich hätte speichern sollen. Tja. No risk, no fun. YOLO! Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Take over your research. Wesker.
Birkin. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate! You'll pay for what you've done! We'll see which one of us is gonna die! Na, ganz große Klasse. So, ich will erstmal den Billy auf aktiv stellen. Wer nicht jetzt, wann dann? Und ein paar Worte loswerden. Kann das überhaupt sein? Vor 10 Jahren wurde der umgebracht. Und Wesker und Birkin waren schon da? Das heißt 1988, das kommt da gar nicht hin. 1998 und Wesker spielt ja auch noch 2000. Hier in Teil 5 wird er erst umgebracht und lass mal 40 sein. Aber trotzdem, das kommt doch irgendwie. War er da vielleicht 18 und in Resident Evil 1 und 7 oder mit 28? Das ist ein bisschen, oder? Kommt es hin? Wie auch immer. So, dann haut den Schurken auf die Gurken. Feste Truff oder was? Komm schon. Magnum und Granatenwerfer. Das war jetzt echt eine magere Vorstellung. Andererseits muss ich dazu sagen, dass ich alles rausgehauen habe, was ich habe. Rohrschlüssel mitnehmen. Nee, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und was haben wir hier? Noch ein Objekt, das ich nicht tragen kann. Muss wahrscheinlich Billy tragen. Gleichzeitig umdrehen oder sowas. Volles Rohr! Ja, Dr. Markus. Natürlich geht in dem Moment der Gaul mit den Egeln durch, wo wir hier sind. Nicht vorher, nicht nachher. So, was ist das denn hier? Ist einfach nur zum Kämpfen alles gedacht, dieser Bereich, oder was? Voll im Ernst jetzt? Ne, da liegt noch Magnum. Hier, nicht vergessen, Alter. Magnum-Munition. So ganz ohne Horn. Ich versteh's. I'll go. Ja. Billy hierhin. Rebecca hierhin. Und gleichzeitig wahrscheinlich. Schlüsselloch. Gerät daneben scheint damit zusammenzuhängen. Ach was. Die Form ist irgendwie anders. Ernsthaft? So. Haben wir das jetzt geklärt? Und natürlich ganz schnell wechseln und ebenfalls den Schlüssel einführen. Stehe ich nicht direkt davor? Oh man. Wie, was, wo? Hä? Tja. Diese Millimeter-Angelegenheit. Immobiliensachverständiger. Tür ist verschlossen. Hä? Mich voll veräppeln? Ja, und Rebecca auch. Das war sogar richtig. Eben noch. Hä? Warum muss ich das nochmal machen? Wegen dem Erfolg eben? Quatsch. Kleiner Bug? Merkwürdig. Oh, eine Schreibmaschine. Das zeigt mir, dass es noch nicht vorbei ist. Verband. Pistolenmunition.
Gut, dann würde ich sagen, die Schreibmaschine. Bitte überschreiben. Sicher ist sicher. Etwa 17 Lager. Was zum? Übertreibt halt. Wird der Endbosskampf so knallhart? Nicht, dass ich wüsste, oder? Erste Hilfe-Spray ist besser. Ja, vielleicht nach dem Motto, dass die noch verwundet sind, keine Ahnung. So, nicht das. Nope. Da oben die fetten Granaten. Ey, du bist doch voll die Granate. Und ich hoffe, ich gehe recht in der Annahme, dass die Schlüssel jetzt weg sind aus dem Inventar. Das sind sie wohl. Sehr gut. Kannst du nämlich auch noch ein erster Hilfe-Spray graben. Ja, mit dem Rest können wir jetzt nichts anfangen, ne? Aha. Uiuiui. Mir schwant Übles. So könnten sie vielleicht entkommen. Aufzug aktivieren. Es ist die Queen! Von England oder was? So, wieder feste Truff. Das ist nicht euer Ernst. On the windows. Got it. I'll use my charm to distract Her Majesty. Torbedienungsanleitung. Ich dachte schon, das wäre nach ein paar Schüssen wieder erledigt. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Südwest, Nordwest, Südost, West. Drehen Sie zum Öffnen des Tors die einzelnen Kurven. Südwest? Nordwest? Ich versuche mal einfach mal... Südwest? Also, sagen wir mal. Saarbrücken, Bremen, München. Ach du Schande. Köln. Saarbrücken, Bremen, München, Köln. Warum nicht? So. Kann ich nicht? Ich will mit Billy noch ein bisschen Munition verschwenden, komm schon. Ach, die Rebecca macht das von allein. Ich muss die Königin noch ein bisschen hinhalten. Dann... Ja, genau damit habe ich gerechnet. Kann man die, ähnlich wie den Tyrant am Ende von Teil 1, doch umbringen? Hau die Mama! Tust du gerade Rebecca weh, oder was ist das? Ups. Irgendwas gedrückt. Nee, Rebecca ist fertig mit der ersten Sperre. Also ich muss mir das gar nicht merken.
Hab jetzt aber keine Muni mehr diesbezüglich. Dann Säuregranaten. Lass es dir schmecken. Tut das ordentlich weh? Hauptsache Rebecca kommt durch. Kommt sie aber gerade nicht. Beide auf Warnung. Das hätten wir. Ich muss die Königin ablenken. Ja. Ach so, du musst auch noch hier hin. Du gehst fast mitten in unsere Granaten. Rebecca, das wird langsam ein bisschen eng in Sachen Munition. Ich glaube, dann muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Hast du es? Nee, sie hat angefangen mit der zweiten Kurbel. Verstehe. Jetzt sehe ich aber ein bisschen alt aus. Na komm, weg hier. Hauptsache weg von Becky. Läuft. Ja, ich finde, endbosstechnisch haben sie sich doch gut was einfallen lassen. Ah, da ist wieder was. Ich weiß nicht, wo sie hin will, die Kleine. Versuchen sie es später noch einmal. Ich habe die Taste gedrückt, um zu Rebecca zu wechseln. Das ist gar nicht lustig. Komm zurück. Na, da hoch. Na, komm her. Dann gehe ich in diese Ecke. Okay, sie fängt an. Hier waren wir schon. Hier müssen wir nicht nochmal hin. Aber mich hier in die Sackgasse zu befördern, ist auch nicht so übel schlau gewesen. So, Königin. Der ekligste Egel. Das ist die Nummer 3. Noch den vierten. Und der Fisch ist rasiert. Wo ist Rebecca denn? Ich denke da oben. Auf jeden Fall bei der Königin. Und das war meine Munition. Ich kann auch nicht wechseln, ne? Das ist echt niedlich. Weil... Nee. Ich kann ja nicht umschalten. Dass Rebecca mir irgendwie mal ganz kurz ihre Waffe hinschmeißt oder so. Gut, aber ich habe ein Erste-Hilfe-Spray. Deswegen stelle ich mich einfach heroisch in den Weg. Denn ich bin Billy. Ich bin Türsteher. An mir kommt keiner vorbei. Scheiße, das wird ja nie was. In dem Moment hat es geschafft. Und weiter geht's im nächsten Part. Freunde, Daumen und bis dann nicht verpassen.